Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Call of Cthulhu, Prisoner of Ice, wo wir uns immer noch auf der sinkenden HMS Victoria befinden, einem britischen U-Boot auf einer streng geheimen Mission. Und ich habe nach dem Ende der letzten Folge und bevor ich jetzt mit der Aufnahme von dieser Folge hier begonnen habe, habe ich nochmal ein bisschen geguckt und mir ist aufgefallen, zum einen, die Signalpistole, verflucht, sie ist nicht einmal geladen. Und wir haben hier eine Signalrakete. Pulver ist nicht feucht. Wunderbar. Können wir das schon mal kombinieren? Jetzt wüsste ich, wie man Sachen kombiniert. Okay, kann ich einfach darauf vertrauen, dass das so funktioniert? Jetzt mal ganz ehrlich. So, auf jeden Fall. Es ist leer. Und wartet nur darauf, geladen und abgeschossen zu werden. Die Tür ist bereits offen. Bereit für die Zündung, Driscoll? Ich bin bereit, Admiral, aber sieh dich! Die Tür ist bereits offen. Die Öffnung ist groß genug, ich kann da hinein. Achso, wir müssen bestimmt... Okay, da passe ich hinein. So, jetzt aber. Driscoll? Ich werde ins Rohr Nummer 26 steigen. Zündung in 10 Sekunden. Halten Sie sich fest, Admiral. Es wird Ihnen die Sohlen versengen. Oha. Hoppla. Schiff über Wasser. Mit ein wenig Glück wird Ihr Badeausflug nicht so lange dauern. Also dann, Admiral, los geht's. Hut ab. Der hat Courage, dieser Oberleutnant. Und los geht's. Dramatische Musik, was bedeutet das? Ah, hat funktioniert, glaube ich. Eine Signalrakete! Gebt Alarm, wir haben sie gefunden! Und wir sind auf den Falklandinseln. Ich weiß nicht, wo ich meinen Cursor hin tun soll hier. Wenn ich ihn aus dem Bild schiebe, öffnet das Menü. Basis Edwards. 13. Januar 1937. Was Sie betrifft, Ryan, ist die Operation Polaris beendet. Aber bis Sie nach Washington zurückkehren, tragen Sie weiterhin den Grad des Oberleutnants der britischen Navy. Was ist aus Hampson geworden? Wir haben ihn zusammengekauert in einem Metallschrank der Victoria gefunden. Er wurde in den Sanitätsblock der Basis überführt. Ist die letzte Polaris-Kiste in Sicherheit, Kommandant Sears? Ich habe sie unter strengste Bewachung gestellt. Es kann ihr nichts passieren. Ah. Na, dann wollen wir doch mal hoffen, dass der gute Kommandant Sears damit recht behält, ne? Herein! Gut. Herr Kommandant? Ich habe den von Miss Molly geschickten Film in den Gang gelegt. Danke. Haben Sie einen Projektionsraum auf dieser Basis? Ja. Aber der Filmvorführer hat vom Obergefreiten Quincy Stubenarrest bekommen. Wer ist diese Miss Molly, Kommandant?
Das ist der Deckname eines unserer Spione, die in Deutschland tätig sind. Ah. Ich lasse Sie nun allein, Oberleutnant. Ich habe Probleme zu regeln. Warten Sie in meinem Büro auf Quincy. Er wird Ihnen Ihren Tagesbefehl ausstellen. Und da dribbelt er davon. Dödem, dödem, dödem. Und ich speichere mal ab. Denn Folge 3 hat begonnen. Wir haben es von der Victoria runter geschafft. Okay, dann sehen wir uns hier mal um, wa? Das ist das Formular für einen Passierschein. Leider unvollständig. Ein unvollständiger Passierschein ist völlig wertlos. Okay, hier haben wir nur ein Blatt. Das hängt doch etwas schief, oder? Sieh mal einer an, da ist ein Tresor dahinter. Aber lieber nichts anrühren. Quincy kann jeden Moment hereinkommen. Das ist eine Karte vom Südpol, die hilft mir nicht weiter. Haben wir noch Inventar? Nein, wir haben kein Inventar mehr, okay. Der Künstler hat sein Werk nicht signiert. Kann ich verstehen. So, der Gang, der zu Sears Büro führt? Nee. Ich will mich schon hier drin noch umsehen, ne? Verkauft zugunsten der Kriegswitwen. Sears hat das Datum eines Tages eingerahmt. 13. Januar 1937. Eine Schublade. Die ist nicht abgesperrt. 5, 2, 3. Aber das sieht aus wie die zweite Hälfte eines Codes, ne? Jetzt brauche ich nur noch die andere Hälfte dieses Blatts zu finden. Bin mir nicht so ganz sicher, was wir hier gerade machen. Aber da ist nichts drin. Alter. Hier hat jemand eine schlechte Gewohnheit. Pixel Hunting for the win, wa? Was haben wir hier? Sieht aus wie eine echte. Eine echte was? Obergefreiter Quincy. Ich habe Ihren Tagesbefehl. Oberleutnant, Sie haben hier nichts mehr zu tun. Ich habe bereits genügend Zeit verplempert, Ihnen Ihren Tagesbefehl vorzubereiten. Es sind Dinge verschwunden, die Hampson gehört haben. Ich muss sie wiederfinden. Okay. In der Zwischenzeit? Im Tiefgeschoss? Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ah, da ist der Hampson. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Herr Oberleutnant? Ihr Tagesbefehl, Herr Oberleutnant. Da ist er. Alarm! Alle Wachposten ins Tiefgeschoss! Alle Wachposten ins Tiefgeschoss! Das klingt nicht gut. Das klingt ehrlich gesagt überhaupt nicht gut. So, wir haben hier schon wieder eine Menge Schabernack getrieben. Ich muss mir angewöhnen, gerade bei diesen Cthulhu-Spielen regelmäßig abzuspeichern, sonst kann das im Fall der Fälle richtig böse in die Hose gehen. Ich muss mal ganz kurz eine Sache nachprüfen. Aha, okay. Ja, sorry, das konnte jetzt nicht warten. Ich habe nämlich gerade überlegt, welcher
Tag heute rein theoretisch ist, also welcher Wochentag, weil ich das hier lange, sehr, sehr lange im Voraus vorbereite und gerade am Überlegen war, wie viele Folgen ich jetzt hier eigentlich am Stück aufnehmen möchte. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist bestimmt der Film von Miss Molly. Jetzt ist es mein Film. Miese Visage. Das ist mal Karteikarte, zerrissener Zettel, Schachtel Zigaretten, der Film. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, kann ich hier wieder rein? Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich gehe ja schon. Ja, ich habe mir übrigens in der Pause zwischen den beiden Folgen mal die Sprachausgabe angehört und glaubt mir, es ist deutlich besser, wenn ich das selber mache. So, jetzt haben wir hier einfach zwei Türen. Ganz toll. Nehmen wir einfach mal die nächste hier. Der Funkraum. Okay. Das ist Shaws Revier. Ich glaube, ich kann ihm vertrauen. Wäre blöd, es wegzuwerfen. Hey, rühren Sie das nicht an! Sieht aus, als würde das Wasser kochen. Autsch, das ist Eis! Okay. So. Ich bin Oberleutnant Ryan. Keine Meldung für mich? Entschuldigen Sie mich, Oberleutnant. Ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Okay. Ist ja schon gut. Dann gehe ich wieder. Müssen ja nicht gleich blödes Schwein zu mir sagen. Also... der Alliierten. Eine Karte der Basis. Das ist die Edwards-Basis. Hier wissen wir jetzt, was wo ist. Nein, natürlich nicht. Unmöglich, diese Karte zu nehmen. Sie ist zu gut befestigt. Ja, aber hier ist ein Schrank. Der wird bestimmt noch relevant. Der Schreibtisch ist zugesperrt. Verdammt, der ist zu schwer, als dass ich ihn bewegen könnte. Dann schauen wir doch mal aus dem Fenster. Wieso gehen wir eigentlich nicht ins Untergeschoss? Blockiert. Außerdem bin ich nicht hier, um an der Mauer runterzuklettern. Und der Schrank? Wie viele Skelette sind in diesem Wandschrank versteckt? Reine Zeitverschwendung. Alles nur Staubfänger. Ja, unmöglich, unnötig mit diesem Förderpfand zu beladen. Wie viele Matrosen, wie viele Kapitäne. Und hier? Bin ich auf einer Militärbasis oder in einer Kunstsammlung? Die Büste nimmt auch nicht mit, okay. Das Porträt ist scheußliche Säbel. Das ist Shaws Revier. Die Säbel sind Shaws Revier? Echt? Ist ja doof. Nichts von Interesse. Hier herrscht Zucht und Ordnung. Keine einzige Kritzelei darauf. Wer hat denn all diese Schinken gemalt? Krimis. Noch ein Fenster. Da sieht man in die Projektionskabine. Hier sind Bücher über Militärtaktik. Ja, aber hier ist auch ein Typ. Sieht sympathisch aus, der Kerl.
Sind Sie der Filmvorführer der Basis? Ja, mein Bester. Aber ich wurde unter Arrest gestellt wegen meines kleinen Zigarettenhandels. Könnten Sie mir diesen Film vorführen? Das haut hin, wenn Sie Quincy auch verabscheuen. Aber was bekomme ich als Gegenleistung? Hat Quincy Sie auf Befehl des Kommandanten Sears unter Stubenarrest gestellt? Nein, mein Bester. Der Kommandant gehört nicht zu den Typen, die einen wegen 3 Zigaretten strafen. Der Kommandant ist in Ordnung. Ich gehöre nicht zu Quincys Spitzeln. Der hat es auch auf mich abgesehen, glaube ich. Das ist mir lieber. Auf meiner Karteikarte hat er wieder eine Zeile in Rot dazu geschrieben, wissen Sie? Der Sack. Gibt es eine Personalkartei auf der Basis? Das müssen Sie Shaw fragen, er weiß alles. Okay, werde ich. Zigarettenhandel, das lässt mich natürlich vermuten. Bitte sehr. Jetzt bin ich überzeugt, dass es keine Hinterlist von Quincy ist. Aber ich nehme sie nur an, wenn ich Ihnen einen Gefallen tun kann. Naja, also dann... Könnten Sie mir diesen Film vorführen? Geben Sie mir Ihren Film, ich spiele ihn ab. Ich habe eben schon gedacht, dieses Buch da, das sieht so komisch aus. Da ist die zweite Hälfte vom Code. Ich kann nichts mitnehmen, sonst wird McLagan des Diebstahls bezichtigt. Auf dieser Seite aber ist die Hälfte einer Kombination. Also der Code ist 496523. Den habe ich mir jetzt notiert, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen, ne? So, okay, ich gebe ihm jetzt mal den Film. Gucken wir mal, was da drauf ist. Könnten Sie mir diesen Film vorführen? Und dann reden wir mal mit Shaw wegen dieser Personalkartei, was auch immer, wofür immer wir die auch haben wollen. Ja, das Vieh kennen wir doch. Also, mein Junge, hat Ihnen der Film gefallen? Sehr lehrreich, McLagan. Was für ein Film ist das? Technisch, McLagan. Sehr technisch. McLaglen, Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte, guter Mann, ich habe Ihren Namen die ganze Zeit falsch ausgesprochen, das wollte ich nicht. So, jetzt gehe ich erstmal zurück. McLaglen? Ja, mein Bester? Sie sollten nicht so viel rauchen. Schadet der Gesundheit. So, also wir haben jetzt eine direkte Referenz auf Shaw. Da will ich jetzt erstmal hin. Ach du Scheiße. Sind Sie Oberleutnant Ryan? Hampson ist verschwunden. An seinem Bett habe ich eine merkwürdige, gallertartige grüne Masse entdeckt. Haben Sie in der Victoria nichts Ähnliches bemerkt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Merkwürdig. Ich mache mir ein paar Sorgen. Ich bin Oberleutnant Ryan. Keine Meldung für mich? Ich habe soeben eine für Sie dekodiert. Ihre Freunde aus Washington leiden ja unter Verfolgungswahn. Danke. Haben eine kodierte Nachricht von der Basis Edwards nach Deutschland abgefangen.
Ein Verräter spioniert auf der Basis. Sie müssen ihn identifizieren. Sehen Sie die Personalkartei ein und überwachen Sie Hampson. Oha. Das sind ja äußerst interessante Entwicklungen und Vorzeichen hier. Mit weitreichenden Konsequenzen. Für die nächste Folge von Call of Cthulhu, Prisoner of Ice. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.